Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Und in diesem Tutorial geht es um die Verzauberung Behutsamkeit. Und ich werde euch zeigen, wie man sie bekommen kann und auch was man damit machen kann. Denn das ist in meinen Augen auch eine richtig coole Verzauberung. Aber zunächst geht es natürlich darum, wie man sie denn bekommt. Und zwar braucht ihr dafür einen Verzauberungstisch mit ein paar Büchern drumherum. Insgesamt sind das jetzt hier 15 Stück. Wie man genau verzaubert und wie man den Verzauberungstisch baut und die Bücher und so, das habe ich alles schon mal in einem Video erklärt. Genauso wie die Verzauberung Glück, die auch ziemlich nice ist. Die sind mal beide unten verlinkt, aber in diesem Video geht es ja wie gesagt um Behutsamkeit. Und um Behutsamkeit zu kommen, braucht ihr erstmal etwas, das ihr verzaubern müsst natürlich. Und zwar geht das Ganze auf Spitzhacken, auf Äxte und auch auf Schaufeln. Theoretisch könnt ihr es sogar auf ein Buch machen und mit einem Buch könnt ihr es dann, wie gesagt, einfach auf Spitzhacken, Äxte oder Schaufeln machen. Oder auch auf Scheren, das funktioniert auch. Und dann geht ihr einfach, wie gesagt, zum Enchanting Table hin, platziert da das rein, was ihr verzaubern möchtet und mit ein bisschen Glück könnt ihr eben die Verzauberung Silk Touch bekommen, beziehungsweise auf Deutsch Behutsamkeit. Noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr nämlich beim Verzaubern, hier sieht man ja immer so eine Verzauberung schon mal so als kleinen Spoiler, also hier jetzt zum Beispiel Efficiency 4, also Effizienz 4. Wenn ihr da Glück seht oder auf Englisch eben Fortune, dann wisst ihr schon, dass ihr safe keine Behutsamkeit bekommt, denn man kann nicht gleichzeitig Glück und Behutsamkeit haben. Das bedeutet, wenn ihr hier wie gesagt was reinlegt und ihr seht schon, dass es Glück ist, dann wisst ihr, dass ihr auf jeden Fall keine Behutsamkeit bekommt, beziehungsweise andersrum, wenn ihr Behutsamkeit seht, wisst ihr schon mal, dass es kein Glück bringt. Nur mal so als Tipp, damit ihr nicht aus Versehen was anderes verzaubert. Und mit Behutsamkeit kann man jetzt im Endeffekt Sachen abbauen und also Sachen abbauen, die man theoretisch immer abbauen kann, die dann aber nichts droppen oder nicht das, was man halt möchte. Zum Beispiel haben wir hier Eis und wenn ich normalerweise zu Eis hingehe und das mit einer Spitzhacke zum Beispiel abbaue, dann geht es einfach kaputt und Wasser entsteht oder sowas. So, und Behutsamkeit kann jetzt eben dafür sorgen, dass man eben tatsächlich den Eisblock an sich bekommt und der nicht kaputt geht. Sagt ja auch der Name so ein bisschen Behutsamkeit, dass man eben ganz vorsichtig etwas abbaut, damit es eben nicht kaputt geht. Und das geht bei sehr vielen Blöcken, also wie gesagt zum Beispiel beim normalen Eis, beim komprimierten Eis und beim blauen Eis funktioniert das. Das ist schon mal ziemlich cool. Und was auch richtig gut ist, ist, dass es bei Glas funktioniert. Das bedeutet, wenn ihr euch mal irgendwas Großes mit Glas vorstellt oder sowas und das habt ihr irgendwie falsch gebaut, dann könnt ihr einfach mit einer Spitzhacke mit Behutsamkeit zum Beispiel das alles abbauen und normalerweise würde Glas ja kaputt gehen und das wäre natürlich super doof, weil das super viele Ressourcen sind, aber so könnt ihr einfach die Glasblöcke und auch Glasscheiben abbauen und das gleiche funktioniert natürlich auch mit farbigem Glas und das Ganze funktioniert auch bei Erzen, zum Beispiel wenn man Diamanten hat, dann würde ja normalerweise aus einem Diamanterz eben kein Diamanterz kommen, sondern ein Diamant und mit Behutsamkeit kann man jetzt allerdings genau diesen Block hier, also diesen Diamanterzblock quasi bekommen und das Ganze funktioniert natürlich auch mit den anderen Erzen. Was dann auch noch ziemlich cool ist, sind die Pilzblöcke, die kann man nämlich auch so bekommen und auch zum Beispiel Enderkisten kann man so abbauen und was auch ziemlich nice ist, sind Steine, denn normalerweise würde man ja immer Cobblestone bekommen, also Pflastersteine oder Bruchsteine, aber mit Behutsamkeit kriegt man einfach diesen direkten Cleanstone, sage ich mal, also diesen normalen Stein und so, wenn ihr zum Beispiel ganz viel damit bauen möchtet, könnt ihr euch eben super viel Kohle sparen oder halt diese Zeit, wo man normalerweise den Bruchstein brennt, könnt ihr euch so eben einfach schenken. Das gleiche funktioniert auch mit Melonen und mit Blättern tatsächlich und auch mit Bücherregalen. Die würden ja normalerweise zu einzelnen Büchern werden. So aber dann halt allerdings zu Bücherregalen. Und auch Lehm funktioniert so. Und was auch ziemlich cool ist, sind Spinnweben, die man so abbauen kann. Und auch die Eier von Schildkröten. Und das Ganze funktioniert auch mit Glasblöcken, mit Myzelblöcken, mit Potzulblöcken. Das ist auch ziemlich cool, denn so kann man zum Beispiel dieses Potzul und das Myzel zur eigenen Base zum Beispiel bringen. Und hat halt nicht diese ganz normalen Dirtblöcke, sondern halt diese Special-Dinger. Das ist auch ziemlich cool. Das Ganze funktioniert auch mit Schnee und mit Gravel. Normalerweise kriegt man ja beim Gravel hin und wieder mal so einen Flintstone, also einen Feuerstein. Allerdings, wenn ihr mit Behutsamkeit abbaut, bekommt ihr immer Gravel und habt halt keine Chance quasi auf einen Feuerstein. So, außerdem könnt ihr damit auch Sträucher abbauen und Gräser, das ist auch ziemlich cool. Und was natürlich auch nochmal richtig cool ist, sind Korallen, die man damit abbauen kann. So kann man nämlich einfach zu so einem Korallenriff gehen und die ganzen kleinen Pflanzen hier und natürlich auch die Blöcke abbauen und sich das Ganze dann irgendwie zu Hause ins Aquarium stellen oder irgendwie in den Fluss, der am Haus vorbeiläuft oder sowas. Das ist auch ziemlich cool. Und das Ganze funktioniert auch mit Seegras. Und das ist insgesamt so alles, was man mit Behutsamkeit machen kann. Man bekommt eben so diese Blöcke, auf die man normalerweise eben keine Chance hat, weil die eben einfach beim Abbauen kaputt gehen würden. So, und ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, wie gesagt, schreibt mal Hashtag Behutsamkeit in die Kommentare, würde ich sagen. Ich habe noch ganz viele andere Tutorials gemacht zum Verzaubern und es werden auch noch ein paar kommen. Falls es euch gefallen hat, wie gesagt, könnt ihr ja das Ganze machen, was man so macht bei YouTube-Videos. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein und ciao.